Hey und guten Morgen. Willkommen zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Es ist Samstag. Tut mir leid, heute sehe ich aus wie der tote Flatschen. Aber ich hoffe, es wird im Laufe des Tages besser. Da läuft gerade einer vorbei, der macht Selbstgespräche. Ich habe nämlich das Fenster offen. Denn es ist mächtig geiles Wetter. Wow. Sina chillt auch am Fenster. Nicht? Genau, heute ist mächtig geiles Wetter und ich werde jetzt frühstücken und danach rausgehen mit der Kamera und wieder Fotos machen. Und vielleicht, wir könnten eigentlich mal mit der Loki wieder spazieren gehen. So, Zeit, dass Sommer wird, ich bin total blass. Wie sieht euer Frühstück so aus? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich wirklich schon jahrelang frühs ein und dasselbe esse. Das ist immer ein Brötchen mit Nutella, also mit Butter und Nutella und naja gut, der Kaffee kam irgendwann dazu. Aber ich esse wirklich von klein auf jeden Tag früh mein Brötchen oder das Toast mit Nutella, wirklich schon jahrelang. Ist halt früh, ich esse immer recht wenig Schokolade und früh brauche ich immer so diesen Zuckerschub und den hole ich mir halt mit dieser Schokolade, mit dem Nutella, mit der Schokoladen-Nutella. Und in dem Kaffee ist sage und schreibe ein ganzer Löffel Zucker drin. Also so ein Kaffeelöffel Zucker. Ich brauche das frühs. Dafür esse ich den Rest des Tages immer wenig schokoladiges Zeug. So, alles klar. Ich bin jetzt ausgefertigt. Die Laune ist auch wieder gut. Ich habe jetzt beschlossen, da wir ja das gute Wetter haben, rauszugehen. Ich weiß nicht, mit Loki würde ich doch ein anderes Mal spazieren gehen. Oder gehen wir, lasst euch überraschen, was passiert. Ich weiß nicht, was ich heute am Tag so machen werde. Es wird alles ziemlich spontan werden. Also das ist mein Outfit of today. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich packe jetzt meine Tasche und es geht raus. Ich habe in der Tasche mein Stativ. By the way, ich hasse dieses Stativ. Das ist eines der günstigsten und ich brauche definitiv ein neues, weil diese Kamera hält es einfach nicht. Also man muss wirklich so an den Schrauben, die so festdrehen, dass es hält. Das geht gar nicht. Dann habe ich bei mir, Moment, hey, meine Canon GX5, ich kann das nicht lesen hier. Wow, ja, meine Canon GX5, nehme ich Musik mit, ich werde mit Fahrrad fahren. Ich werde auf jeden Fall jetzt eine Runde durchs Dorf mit dem Fahrrad fahren, muss noch Reifen aufpumpen. By the way, Leute, wie sagt man so schön, wenn sich Türen schließen, öffnet sich Platz, Zeit für etwas Neues, dann öffnen sich Türen für etwas Neues und demnach werde ich jetzt hier auf YouTube viel, viel aktiver sein. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde jetzt versuchen, fast täglich, ich werde andersweitig jetzt in der nächsten Zeit noch viel zu tun haben, aber ich werde versuchen, fast täglich ein Video hochzuladen. Also jetzt lohnt sich dranbleiben auf jeden Fall. Und ich möchte euch auf jeden Fall auch mal für euren Support danken, denn in der letzten Zeit kam mir nicht so viel. Und ich finde, es ist einfach nicht selbstverständlich, dass ihr trotzdem, die immer da sind, auch bei mir bleibt. Ich finde das echt klasse von euch. Dankeschön dafür. Danke. Auf jeden Fall, jetzt ab jetzt viel Action auf diesem Kanal. Morgen fahre ich nach Dresden zur Orchideenausstellung. Heute gehe ich raus. Eigentlich wollte ich ja die Reaction machen, aber das Video ist gerade online gegangen und das ist nicht so wirklich ein Video, worauf man reacten kann und deswegen fällt das erstmal flach. Also heute das Video, morgen müsste dann ein ja, Video kommen, wie wir in Dresden zur Orchideenmesse sind. Mein Plan für morgen ist auf jeden Fall auch, die Kamera mitzunehmen, denn ich muss jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, wie ich noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Und deswegen nehme ich morgen die Kamera mit, um Bilder dann auf Fotolia hochzuladen. Aber es muss natürlich, falls ich was verkaufe, alles abgequatscht werden, was ich dann behalten darf, was ich beantragen muss und so weiter und so fort. Aber ja, Fotografie war immer schon meins. Video. Ihr wisst, wie lange ich jetzt Videos mache. Es ist nach wie vor mein Hobby und ich freue mich auch, jetzt mehr Zeit für dieses Hobby zu haben. Mit natürlich einem blöden Hintergrund, aber
Wie gesagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, das Beste daraus zu machen. Auf geht's. Raus! Raus! Bei mir im Wetter raus! Los! So, auf geht's. Jetzt brauche ich noch meinen fallerfucking Schlüssel. Was war das für ein Wort? Einen brauche ich nur. Den Autoschlüssel brauche ich heute nicht. So. Mein Zeug muss ich noch in den Keller bringen. Okay. Also das noch in den Keller. Das habe ich erst rausgestellt. Und voll vergessen. Ist ja. Eigentlich müsste ich voll scheiße drauf sein. Aber komischerweise bin ich so. Fahrrad holen. So, ready to go. Oh, meine Jacke ist ja dreckig. Reifen sind aufgepumpt. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich glaube, ich weiß auch schon, wo ich Bilder mache. Da vorne haben wir einen richtig coolen Schlosstorbogen und der ist eigentlich total genial zum Fotografieren. Mal gucken, ob ich da irgendwas Cooles rausholen kann. Oh mein Gott, die ersten Schmetterlinge sind unterwegs. Oh! Seht ihr, das ist ein richtig cooles Motiv. Ich glaube, ich werde hier mal anhalten und die Kamera rausholen. Und sowas habe ich vor der Haustür. Das ist nicht cool. Yes, es ist. So. Ich mache euch mal eben aus. So sieht das Ganze von nahem aus. Ich finde das echt schön hier. Könnte mal gepinselt werden. Aber so ist das echt cool. Guckt mal, ich habe noch nie solche Enten gesehen. Was sind das für Enten? Oh. Scharf geht auf der Entfernung leider nicht mehr. Das ist das andere Entlein. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Solche Enten? Ich habe schon einige gute Bilder gemacht. Bin noch gerade irgendwie voll drin, aber jetzt bin ich erstmal zu Hause bei Loki. Kuckuck! Loki! Hey! Ignoriere mich halt schon wieder. Meine Güte. Ich werde jetzt ein bisschen mit Loki spielen, das Wetter genießen. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwelche Blumen finde, die jetzt neu sind in der letzten Woche. Die ich dann noch fotografieren kann. Ja. Ja, jetzt kommst du. Besser könnte das Wetter echt nicht sein heute. Endlich Frühling. Was ist los? Was hast du da? Was hast du da?
Logi, wollen wir eine Runde spielen? Los, wir spielen eine Runde. Nein. Logi? Bitte? Bitte. Hältst du mich fest? Hältst du mich fest? Das Problem ist, die Loki, die weiß nicht oder die vergisst manchmal, dass sie über 40 Kilo wiegt und einem damit leicht mal zum Fall bringen kann. Es ist anstrengend, mit der zu spielen. Auf nach Hause. Ich habe Pferdchen gefunden. Hallo. Lass mich dein Freund sein. Nein. Du? Du? Hallo. Oh Mann, die mögen mich nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt. Hallo. Oh. Komm mal her. Okay, tschüss. Okay. Sowas passiert natürlich auch nur bei uns im Dorf. Dass da die Hühner auf der Straße rumrennen. Okay, Akku gleich leer. Auf geht's nach Hause. Mir ist so unglaublich warm. Der Kreislauf, der macht das gar nicht mit, wenn es von heute auf morgen wieder so warm wird. Also ich glaube, wir haben jetzt an die 20 Grad draußen. Das ist man echt gar nicht mehr gewohnt. So, ich würde sagen, ich mache jetzt Ende an dieser Stelle. Ich schneide euch das Video direkt noch. Und dann kommt das heute noch online und heute Abend streamen wir. Lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht mehr, was jetzt die nächsten Tage, Wochen hier noch so kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.